Ja, hallo Leute, wir sind wieder bei X3 Albion Prelude und wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und wir schauen erst einmal hier in der Börse vorbei und sehen hier, ja, nichts Besonderes. Wir haben nirgends Gewinn. Also legen wir direkt mal ab und schauen mal, wo wir als nächstes hinfliegen. Und da würde ich sagen, machen wir uns erstmal auf den Weg hier nach Linie der Energie. Und auf dem Weg dahin schauen wir mal kurz, was wir Sie hier sprechen mit dem automatisierten auftragsmäßig Kommunikations. haben. Was wollen genau zum richtigen? Nein. Sie sprechen mit dem Auto. Gibt es etwas, womit ich Ihnen helfe? Sie kommen wie gerufen. Sind Sie an dem Job interessiert? Nein. Gut. Dann fliegen wir weiter. So, während wir hier auf dem Flug sind, können wir gleich noch mal bei der Börse vorbeischauen. Sieht momentan nicht aus, als ob sich da was ändert. Aber ja, muss es auch gar System, Linie der nicht. Energie. Eingehende Nachricht. So, eingehende Nachricht. Schauen wir gerade mal, was wir da haben. So, hier können wir unser Erz verkaufen, das wir dabei haben. Erz verkauft. Sehr schön. Und, Gott. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal. Kommando Ups. akzeptiert. Nach Erz. Navigation, fliege zu Sektor. Kommando Erzgürtel. akzeptiert. So. Gut. Schauen wir mal, hier haben wir Missionen. Sie sprechen mit dem Automat. Sektorkarten wollen wir keine kaufen. Die können wir selber erforschen. Sie sprechen mit dem automatisierten. Welcher Teufel? Es gibt Arbeit, die. Übernehmen Sie den Auftrag. Nein. Sonnenkraftwerk M Beta. Okay, da müssen wir noch ein Stück näher ran. Aber das sollte überhaupt kein Problem sein. Sie sprechen mit dem Automat. Gibt es etwas, womit. Genau. Sind Sie an dem Job interessiert? Eine Stunde 32, das machen wir. Gut, schauen wir mal. Wir müssen nach Wolkenbasis Nordwest. Tor Argon Prime. Das ist gar nicht so weit entfernt. Da würde ich sagen, haben wir eine relativ gute Chance, dass wir das auch einigermaßen hinkriegen. So, da sind wir schon gleich in Argon Prime. Erreiche System Sehr Argon schön. Prime. Autopilot deaktiviert. So. Weiter nach Ringo Mond und von da aus müssten wir eigentlich schon nach Wolkenbasis Nordwest kommen. Das müsste hier oben sein. Da waren wir aktuell noch nicht, aber da fliegen wir gerade hin. Also alles im grünen Bereich. Was haben wir da? Munitionsfabrik Alpha. Da ist ein Schiff. Autopilot Wir deaktiviert. fliegen auf dem Weg mal hier vorbei. Schauen mal, was es hier gibt. Sie sprechen mit dem Automat. Haben Sie etwas? Übertrage jetzt die Daten. Marco, Angreifer mit 58% Hülle, das machen wir. Schiffssteuerung transferiert. So, aber ich werde den Tor jetzt erstmal Ringo Mond. ignorieren. Den werden wir uns später holen. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir dieses Schiff, dass wir finden sollen, dass wir das zurückbringen können, Erreiche System. beziehungsweise dass Ringo wir das Mond. auf den Weg schicken. Autopilot deaktiviert. Tor, Wolkenbasis Nordwest. So, da sind wir nicht in Reichweite, da sind wir auch nicht in Reichweite, aber
Sind auch bei beiden keine Schiffe angedockt. So, dann würde ich sagen, schauen wir, dass wir hier durch das Tor kommen. Und dann müssten wir hier eigentlich auch schon das Schiff finden. Erreiche Autopilot deaktiviert. Und da hinten ist es auch schon. Hermes, Frachter. Autopilot aktiviert. So, wir stellen mal auf Folgen. Und hier schauen wir mal, was wir hier kaufen können. Da bietet sich natürlich dieses Erz an. Das ist zu einem guten Preis, 54. Und dann schauen wir mal, dass wir hier diesen Hermes-Frachter einsammeln können. Und wir werden den auch gleich noch ein bisschen reparieren. Ja, komm, ein bisschen näher können wir noch ran. So. Hermes, Frachter. Ja, erst übernehmen, natürlich. Na? Noch näher. Hallo? Näher ran. Kaputt. Ich will den übernehmen. Hallo? Schiffssteuerung transferiert. So, und dann reparieren wir den noch ein bisschen, dass der auch ein bisschen schneller fliegen kann. Können wir mal schauen. Aktuell hat er eine maximale Geschwindigkeit von 30. Das ist ein bisschen wenig. Aber wenn wir den reparieren... Warnung. Energielevel niedrig. Dann dürfte das rasch zunehmen. Nur ja, das ist ein Hermes. Also kann ich ja gerade nochmal zeigen. Das erkennt man übrigens hieran, was für ein Schiffstyp das ist. Und das ist ein Personentransporter. Die sind natürlich allgemein relativ langsam. Warnung, Energielevel niedrig. Ja, damit können wir jetzt leider nichts machen, weil wir keinen Handelscomputer hier an unserem Raumanzug befestigt haben. Also können wir auch nicht wirklich handeln. Genauso können wir auch, glaube ich, nicht bei unseren Börsen... Genau, keine Börseninfos. Das können wir alles nur mit einem Handelscomputer machen. Leider. Aber, ja... Wir sind ja bald soweit. Schauen wir mal, ob das überhaupt einen großartigen Effekt hat. Also so richtig viel Geschwindigkeit bringt das irgendwie nicht. Wir schauen mal. Ja, ein bisschen... Man muss auf jeden Fall sagen, dass die Mission relativ großzügig ist. Wir haben aktuell noch 1 Stunde 21 Minuten Zeit. Das sollte also durchaus machbar sein in der Zeit. Nur je schneller der da ist, desto besser natürlich, weil wir dann Geld bekommen. Auch wenn es hier bei diesem Schiff relativ wenig Geld ist. Wird der auf jeden Fall nicht werden, dass der innerhalb von 10 Minuten da ist. Aber das ist auch nicht weiter wichtig, denn das muss er auch gar nicht sein.
35,6. Es wird doch langsam. So, wir sind schon bei 76%. Angefangen haben wir, glaube ich, mit, was war es, 59%? Kann das sein? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet. Auf jeden Fall geht es relativ flott. Und dass ich hier gerade meine Maus wie wild bewege, macht überhaupt nichts. Das bringt gar nichts. Aber es schadet auch nicht. Und es ist einfach ein bisschen Abwechslung. Daher, ja, sollte das eigentlich egal sein. Ja, so langsam wird die Geschwindigkeit doch. Jetzt sind wir schon bei fast 38. Den werden wir auf mindestens 40 noch hochkriegen. Das sollte nicht wirklich ein Problem darstellen. Und ja, wenn wir den jetzt dann gleich repariert haben, werden wir natürlich mal schauen, was unsere Aktien machen. Und wir werden unseren Merkur natürlich mit einem Befehl versehen. Der soll ja natürlich einkaufen, damit wir hier unser Erz transportieren können. So, schauen wir nochmal. Ja, wir sind gleich schon bei 40. Und wir sind bei 85%. Das geht. Das geht. 86%. Ja, hier gibt es jetzt natürlich sehr, sehr wenig nur kommentieren. Ich meine, die Zahl, ich weiß gar nicht, ob man die im Video überhaupt erkennen kann. Wir sind bei 87%. 88%. Wir stehen momentan übrigens, was das Geld angeht, sehr, sehr gut da. Der Plan ist momentan, dass wir uns bald ein zweites Schiff kaufen. Und dieses Schiff werden wir mit einem Handelscomputer 3 ausrüsten. Also Handelscomputer Mark 3. Und dieser Handelscomputer Mark 3, der ermöglicht uns Sektorhandel zu starten und Universumshandel. Also, wie soll man sagen, ein automatisierter Händler. Der wird allerdings erstmal nur Sektorhandel können, weil der Pilot in der Stufe aufsteigen muss, um ja was anderes zu machen als diesen Sektorhandel. Also für den Universumshandel braucht der, lasst mich überlegen, war das Level 8? Ich glaube ja, Level 8 oder sowas. ich werde allerdings erstmal einen Sektorhändler aus dem machen, der wahrscheinlich erstmal länger bleibt. Zum einen bringt das durchaus was, weil wir dann innerhalb von einem System ganz gezielt Ruf farmen können für eine Fraktion. Und zum anderen bringt es uns gleichzeitig den Vorteil, dass wir immer wissen, wo der ist. Und wir können den natürlich in einem relativ sicheren System unterbringen. Und wissen daher immer, dass da auch nicht wirklich was passieren wird. Ich meine, ja, ein gewisses Risiko besteht immer, dass ein Schiff beschädigt oder abgeschossen wird. Aber ja, wir sind bei 100%. Ah, endlich. Dann steigen wir mal schnell in unser Schiff. So, und rein zur Sicherheit entferne ich mich mal etwas von dem Schiff hier. Hermes, Frachter. Okay, schauen wir mal, wo der hin muss. Der muss Sonnenkraftwerk M-Beta. Okay. Sonnenkraftwerk M-Beta. Kommando. Konsole, Navigation. Docke an.
Sonnenkraftwerk M-Beta. Kommandoerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Damit wäre das schon mal erledigt. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Sie sprechen mit dem Auto. Was soll's sein? Ich hätte da etwas voran. Verschlüssele jetzt die Daten für die Übertragung. Nein. Diese Mission könnte Ihnen... 6 Minuten. Bisschen utopisch. Sie sprechen mit dem Auto. Gibt es etwas... Genau zum richtigen Übertrage. Achso, Mitfahrgelegenheit. Nein. Haben wir sonst noch irgendwas? Freie Argon Handelsstation. Sie sprechen mit dem... Nee. Keine Kampfmission. Wir haben kein Schiff, mit dem wir gut kämpfen können. Zu riskant. Da haben wir auch noch was. M, Alpha. Sie sprechen mit dem automatisierten... Ja, 2 Kampfmissionen macht es auch nicht besser. So, wir handeln hier mal. Preis 51, da schlagen wir natürlich zu. Das ist ein guter Preis für Erz. Und dann fliegen wir mit dem mal nach Wolkenbasis SO. So. Und hier werden wir, wenn wir übrigens gerade schon mal dabei sind, auch das Leitsystem deaktivieren. Und wir schauen mal, was unsere Aktien so treiben. Nichts Besonderes. Gut. Dann fliegen wir weiter. Was ist das da hinten? Haben wir da Stationen noch nicht entdeckt? Was? Das gibt's auch noch, oder was? Produktionskomplex. Ungelenkte Raketen. Alpha. Das gibt's ja nicht. Da hinten ist noch eine. Munitionsfabrik. Alpha. Okay. Jetzt haben wir aber alle, oder? Da ist auch noch eine. Aha. Ranch. M. Gamma. Und da ist auch noch eine. Geschützturmfabrik. Alpha. Und die da. Produktionskomplex. Spezialwaffen. Alpha. Okay. Ich glaube irgendwie, jetzt müssten wir aber alles haben. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal nach Herons Nebel. Autopilot deaktiviert. Aber nicht so nah an die Station. Tor, Herons Nebel. Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Unser Schiff ist wahrscheinlich angekommen. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Erreiche System. Herons Autopilot deaktiviert. So, schauen wir mal, was wir hier machen können. Da ist ein guter Preis, sehr schön. Und mir fällt gerade ein, wir haben doch noch unser gekauftes Schiff. Dann machen wir mal Folge mir und wir folgen dem Schiff auch. So müssten wir das relativ schnell finden. Denn dieses Schiff, das müssen wir natürlich verkaufen. Wir brauchen diesen Marco nicht. Das war doch ein Marco, oder? Marco Angreifer? Kann das sein? Ich glaube ja. Erreiche System Argon Prime. Okay. Produktionskomplex leichte Waffen. Alpha. Keine Schiffe gelandet. Das ist also unkritisch. Autopilot deaktiviert. Da ist unser Marco-Angreifer. Das ist, wie man sieht, ein M4. Also die etwas schwerere Version, die von unserem Schiff sozusagen. Unseres ist ein M5. Das Pendant dazu von den Argonen, zu denen wir ja gehören, wir sind ja ein Argone, ist der Buster. Marco war von... Steht das hier irgendwo? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, von wem das der M4 war. Moment.
Moment, lasst mich mal kurz nachschauen. Wir haben ja diese Enzyklopädie. Da können wir dann hier Schiffe. Genau, das waren die Boronen. Das ist ein Boronenschiff. Wir können hier übrigens mal schauen. So zum Vergleich, wie viel ein Buster kostet. Der kostet 400.000. Das heißt, wir werden für dieses Schiff auf jeden Fall einen ganz guten Preis erzielen können. So, und mit dem hier fliegen wir zurück zum Erzgürtel. So. Kommandokonsole. Bereitschaft. So. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir den einigermaßen repariert bekommen. Man sieht schon den typischen Boronenbaustil und auch diese Farbe und so. Ein bisschen näher können wir noch. So. Und dann reparieren wir den mal. Das sollte relativ schnell gehen. Der hat auch ja, nicht so viel Hülle. Ist relativ einfach platt zu machen, wenn man gescheite Waffen hat. Diese M4 halten noch nicht so viel aus. Bei den M3 sieht das dann schon anders aus. So ein M3, da muss man dann schon mal ganz ordentlich draufballern. Da wird es beispielsweise mit einem M4 auch sehr, sehr schwer, vernünftig Schaden zu machen, wenn man auf ein M4 trifft, auf ein M3 trifft. So. Entfernen wir uns sicherheitshalber mal von dem etwas. Und du bekommst ein Kommando. Und zwar docke an Argon Prime. Argon Schiffswerft. Kommando akzeptiert. So, da ist kein Schiff gelandet. Schade. Produktionskomplex leichte Waffen. Alpha. Marco, Angreifer. So, wir machen hier noch schnell die Benachrichtigung an. Produktionskomplex leichte Waffen. Damit wir dann auch mitkriegen, wenn der angedockt ist und wir den verkaufen können. Sie sprechen mit dem Auto. Wasserzeit? Wie gerufen? Ich hätte da. Passagier brauchen wir nicht. Sie sprechen mit dem Auto. Was soll's sein, Pilot? Schön von Ihnen zu hören. Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Nein. Ganz einfach nein. Erweiterte Satellitenfertigung, Alpha. So, ich würde sagen, wir schauen mal, dass wir hier nach Süden kommen. Denn wir müssen noch ein paar Sektoren südlich erforschen. Okay, unser Schiff ist da halt. Kommando akzeptiert. Energie. So. Heimat des Lichts. Ja, und wir sind jetzt eben hier auf dem Weg nach Heimat des Lichts. Von da aus geht's dann nochmal weiter nach Süden. Na, komm schon. Erreiche System. Heimat, Autopilot deaktiviert. Oh, was haben wir da? Sie sprechen mit dem Auto. Gibt es etwas, wo... Schön, dass Sie vorbeischauen. Wir benötigen Folgen. Ach, Frachterpiloten, nein. Da habe ich mich jetzt ein bisschen ablenken lassen. Kahuna-Presse. Sie sprechen mit... Schauen wir mal hier. Günstiger Zeitpunkt.
Seien Sie nicht kindisch. Illegale Waren. Cool. Nein. Erzgürtel. Gut. Schauen wir mal, haben wir irgendwas übersehen? Vielleicht bei den Schiffen eins zu verkaufen? Nein. Ja, dann fliegen wir weiter. Habe ich da gerade... Aha. Bussard. Autopilot deaktiviert. Moment, jetzt muss ich gerade mal schauen. So. Bussard. War das eins der Argonen? Ich glaube nicht.